Hof im Münstertal. Kein normaler Schwarzwaldhof, sondern eine Zeitmaschine. Hier wird Familie Borow aus Berlin in die Vergangenheit versetzt. 100 Jahre zurück, in das Jahr 1902. In ein Leben ohne Autos, ohne Kühlschrank, ohne Internet. Nur 4 Generationen entfernt. Und doch fremd wie ein unerreichbarer Planet. Von 9 Wochen sind um. In der Haushaltskasse herrscht Ebbe und die Vorräte gehen zur Neige. Eigentlich verdienen die Borows ihr Geld mit Milch, mit Butter und Käse, aber sie sind durch die Milchprüfung gefallen. Ihr müsst besser melken. Naja, aber es ist schneller sein, ja? Ja, schneller sein. Schneller melken hat nicht geholfen. Die Milchkuh ist krank, es gibt keine Milch mehr und keinen Verdienst. Ausgerechnet jetzt, wo sie vor der Heuernte stehen. Die Wiese ist riesig. Die Borows geschockt. Ich habe es mir kleiner vorgestellt. Also das überwältigt auch mich jetzt. 24. August 1902. Im fernen Berlin bereitet sich Kaiser Wilhelm II. Auf die große Herbstparade der kaiserlichen Armee vor. In Russland fahren die ersten Züge der transsibirischen Eisenbahn und im Münstertal werden Mariannes Suppen immer dünner. Ihr Haushaltsgeld ist geschmolzen wie Butter in der Sonne. Die Borows haben noch keine müde Reichsmark verdient und die Rücklagen schwinden. Kommt ihr? Das Frühstück wird jeden Tag kärglicher. Brotsuppe, Waldfrüchte, selten ein Ei. Trotzdem hat Sera ganz andere Sorgen. Eine Kuh ist trächtig, das Kalb unterwegs, aber zum falschen Zeitpunkt. In 4 Tagen soll unser Kälbchen kommen. Ich hoffe ja nicht, dass es am 29. kommt, weil ich ja da Geburtstag habe. Und ich nicht meinen Geburtstag mit einem Kälbchen teilen will. Ich weiß nicht, wieso es bei mir so ist, aber so ist es. Also das ist dann mein Tag und ich will nicht, dass dann... Das ist stur und ich weiß auch, dass es kindisch ist, aber das ist bei mir so, weil das ist mein Geburtstag, ist mein Tag und wenn das Kälbchen kommt, dann geht es voll unter irgendwie und das will ich nicht. Besuch von Tierärztin Dr. Köninger. Ja, schönen guten Tag. Die Borows haben keinen blassen Schimmer, was man bei Kälbergeburten tun muss. Muss man überhaupt was tun? Jetzt greifst du mal so hier hin, hier, ne? Und da. Wie halt dir den Schwanz? Hier? Nee, da. Da, wo es hart ist. Nee, vorne dran. Ja? Das Becken wird ja geweitet. Das muss aufgeweitet werden, wenn das Kalb kommt. Das heißt, unterm Einfluss von Hormonen werden die Beckenbänder weich. Und das bedeutet, dass man merkt, dass da eine Weichheit zustande kommt. Ja? Und das ist was, was der Bauer immer macht. Der greift hier hinten hin und fühlt die Beckenbänder, ob die weich werden. Und wenn die weich werden, wie lange dauert es dann noch, bis das Kälbchen kommt? Vielleicht einen Tag oder sowas. Ja. Und dann legt sich die Kuh auch hin und fängt an zu stöhnen und zu pressen. Ne? Mit dem Kalb werden 4 Kühe im Stall stehen. Ihr Futter für den Winter wächst auf dieser Heuwiese oben in den Bergen. Über 2 Hektar groß, knapp 3 Fußballfelder. 2 Hektar waren mir jetzt so direkt nicht gleich im Begriff. Aber jetzt weiß ich, was es ist. Und jetzt weiß ich auch, hier ist so ein Gefälle drin und fängt man am besten von rechts nach links, von oben nach unten. Es gibt bestimmt so ein Schema, wie man so eine Wiese abmäht. Jetzt muss das Programm auf dem Hof relativ weit runter, dass keiner Schaden nimmt. Und dann wird hier gepowert und wetten, dass wir praktisch, wenn wir nach Hause kommen, ohne irgendwelchen Pieps und Paps da ins Bett fallen und am nächsten Morgen mit schmerzenden Gliedern uns da wieder vorpellen und sagen, oh nein, und das Dolze, ich bin schuld. Alles, was innerhalb des rot-weißen Absperrbandes liegt, gehört zur Wiese.
Das Wetter ist sonnig, das Gras trocken, die Zeichen stehen gut für die Heuernte. Länger zu warten wäre ein großes Risiko. Doch die Boros setzen andere Prioritäten. Wäre nächste Woche Mittwoch nicht sehr das Geburtstag, dann würden wir natürlich sagen, wir fangen nächste Woche gleich an. Aber geht leider nicht, müssen wir die Woche drauf erst damit anfangen. Aber wir erlauben uns mal diesen Luxus und achten auf den Geburtstag von unserer Tochter. Ja. Und gehen das Risiko ein. Wir können jetzt zwar sagen, okay, dann feiern wir Samstag, Sonntag deinen Geburtstag. Feiern wir zwei Tage deinen Geburtstag. Aber Geburtstag halt nicht am Geburtstag ist nichts. Das ist eben deren Tag, so ist es. Das ist deren Tag. Ich meine, dafür, dass ihre Geburtstagsgeschenke sich dieses Jahr wirklich auf eine grüne Gurke und einmal ausschlafen beschränken. Also man sollte auch nicht übertreiben. Die grüne Gurke müssen wir uns morgen einkaufen, ne? Ja. Sie vertrauen dem Wettergott. Schließlich haben sie seit 3 Wochen Sonnenschein. Warum sollte das plötzlich anders werden? Also wollen sie mit der Ernte bis zum 3. September warten. Der erste Montag nach Seras Geburtstag. Schon gefährlich nah am Herbst. So, rutsch mal da. Das Kälbchen hat sich bisher noch nicht gerührt. Okay. So, Beckenbänder. Nicht mich jetzt anscheißen, liebe Henny. 9. Die sind immer noch hart. Kein Kälbchen. Angesichts der leeren Haushaltskasse geht Marianne neue Wege, Geld zu verdienen. Sie macht Bürsten. Pro Bürste verdient sie ein paar Pfennige. Jede freie Minute zieht sie Haarbüschel für Haarbüschel in die Bürste. Vor 100 Jahren hatte fast jeder Bauer im Münstertal einen Nebenerwerb. Der Hof allein ernährt die wenigsten. Ismail ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob es richtig war, die Heuernte zu verschieben. Die anderen Bauern nutzen die Trockenheit, um die Heuernte nach Hause zu bringen. Das Dröhnen der Traktoren hallt durch das ganze Tal. Er selber kann keine Maschinen einsetzen, obwohl ein Traktor seine Wiese in 2 Stunden mähen würde. Aber Traktoren für Bergwiesen gibt es erst seit 50 Jahren. 1902 war die Ernte reine Handarbeit. Für ihre 2 Hektar werden die Boros 1 Woche schuften. Sensen, trocknen, transportieren, Tag aus, Tag ein. Keinen Tag darf es regnen. Allein schaffen sie das nicht. Sie brauchen Hilfe, mindestens 5 Erntehelfer. Ismail hat im Tal nach jungen, kräftigen Burschen gesucht. Aber gefunden hat er alte Hasen. Grüß Gott. Steffi. So, wann fangen wir an? Am Montag fangen wir an, es sei denn, wir merken, es regnet im Stöhn, also so doll, dass wir nicht anfangen können, dann müssen wir nach hinten verschieben. Aber jetzt ist die Planung, am Montag fangen wir an. Besonders der erste Tag wird für uns alle sehr, sehr schwer sein. Ich sense jetzt seit 4 Wochen für 3 Kühe morgens, maximal eine Stunde und jetzt den ganzen Tag zu mähen. Der dritte Tag ist schwerer wie der erste. Der erste Tag ist nicht so schlimm, aber der zweite und der dritte merkst du erst. Muskelkater. Dann hast du Muskelkater. Okay. Ja. Also das sind 250 Schritte von dort bis zum Ende. Die Erntehelfer belasten die Haushaltskasse zusätzlich. Jeder Mann verdient pro Tag 1 Reichsmark und 50 Pfennig. Frauen bekommen nur die Hälfte. Während der Ernte werden alle kostenlos verpflegt. Aber Marianne weiß noch nicht einmal, ob sie die Helfer überhaupt bezahlen kann. Die kriegen doch 1 Mark. 2 Männer, 3 Männer, 4 Männer, 5 Männer. Die kriegen nicht 1 Mark, die kriegen 1,50. Ach, die kriegen 1,50. Das habe ich ja jetzt ganz falsch gerechnet. Dann sind die natürlich... Wie viel ist denn 5 mal 1,50? 5 mal 1,50. Das fehlt uns sagen und schreibe ein ganzer Pfennig. Ich habe ja gesagt, wir hätten die Gurke nicht kaufen sollen. Nur 1 Pfennig. Aber selbst wenn sie den Pfennig hätten, würde er nicht viel helfen. Sie brauchen ja auch Geld für den nächsten Einkauf. Sie müssen endlich Geld verdienen, Bürsten, Obst und Gemüse verkaufen.
Der nächste Markt ist 10 Kilometer entfernt, in Staufen. Für die Münstertaler das Tor zur Welt. Ein Umschlagplatz für Waren und Informationen. Nur, wie kommen die Boros hierhin? Die Eisenbahn wird erst in 10 Jahren gebaut. Das erste Auto wird der Tierarzt in 7 Jahren kaufen. Kutschen? Klar, gibt es. Aber die Boros können sie nicht bezahlen. Ihnen bleibt, was allen Bauern damals bleibt, die Füße. So machen sie sich voller Elan auf den Weg, mit den schweren Kiepen auf dem Rücken. Mindestens 30 Mark wollen sie nach Hause bringen. Wir liefen, liefen, liefen und dann liefen und liefen wir. Also. Dann kamen wir in Staufen an. Ein wunderschöner Marktplatz. Gotische Bauten. Ein Brunnen mittendrin. Olivenhändler, eine Schlange von 10 Meter. Gemüsehändler, eine Schlange von 20 Meter. Und dazwischen wie eine Schlange von 0 Meter. Echt? Rea und ich standen aber da. Na, dann haben wir uns ein bisschen ausgeruht. Dann haben wir auf Kundschaft gewartet. Und dann haben wir uns wieder ein bisschen ausgeübt. Sie können auch ruhig näher kommen. Wirklich. Ja, viele waren, also die mit uns nichts anfangen konnten, waren also sehr distanziert bis abweisend. Und jemand hat uns sogar gefragt, ob wir einer Sekte angehören. Ja, nein, ist ja klar, da sitzt Rhea mit ihren Klamotten, ich unrasiert. Und du bist ja nicht unrasiert, du hast einen 3-Tage-Bart. Ach so, dann aber zum Schluss, also da waren wir ziemlich entmotiviert, wenn du so hören willst. Und dann war klar, dass wir in Staufen also nicht viel verkaufen können. Nehmen wir die gleich? Gut. Ja. Ja. Dankeschön. Nach 4 Stunden geben sie auf. Keiner will ihre Bürsten, ihren Kohlrabi, ihren Salat. Zwischen Olivenhändlern, Eisverkäufern und Gewächshaustomaten sind sie nicht konkurrenzfähig. Eingenommen haben sie umgerechnet 10 Reichsmark. Sie können ihre Haushaltskasse etwas auffüllen. Es reicht dann gerade, um die Erntehelfer zu bezahlen und um einmal einkaufen zu gehen. Sie wollten so viel mehr. Das war eigentlich der einzige Tag, wo ich wirklich dachte, jetzt reicht's irgendwie. Das weiß ich noch ganz genau. Also ich war zwar super glücklich, dass ich es geschafft habe, aber ich habe nur noch geheult. Ich habe alles verwünscht. Alles, was die Idee von Mama, die Entscheidung, dass ich mitkomme, also alles. Ich habe nur noch nach Hause gewollt. Irgendwie einfach nur, also hätte man mir da die Chance gegeben, irgendwie so, ja, du hast den Weg nach Staufen geschafft, du kannst jetzt nach Hause gehen oder so. Dann wäre ich. Okay, da hätte ich auch noch überlegt, ob ich es dann wirklich mache, aber ich hatte die Überlegung, ich hatte echt keine Lust mehr. Ich will ruhig nach. Ich will nicht mehr holen. Nee. Ich will nicht mehr. Nee. Ich bin weg, ja. Eine Stunde, ja? Ja, eine Stunde. Wir kommen hier von Staufen. Was? Wir kommen hier von Staufen. Ja. Ich will doch nicht mehr holen. Nein, danke schön, ne? Recht herzlichen Dank. Danke, bitte schön. Und ein schönes Wochenende. Ja, Ihnen auch. Ihnen auch. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Oh je.
Ja, ich hab hier. Schau dir das an. Das ist alles ab hier. Mit den Schuhen ging's nicht mehr. Anstrengender Tag. Und vielleicht ist er noch immer nicht zu Ende. Sarah ist sich zwar nicht sicher, aber Henny, die trächtige Kuh, irgendwas ist anders. Also ich glaube, sie sind ein bisschen lockerer als sonst. Aber ich weiß nicht so genau. Also ich freue mich mehr, wenn es dann einfach draußen ist und dann alles so gut gelaufen ist, als auf die Geburt. Also davor habe ich ein bisschen so, nicht Angst, aber so, da weiß ich nicht so genau. Hoffentlich geht das alles so, wie es gehen soll. Ja. 6 Stunden später, mitten in der Nacht. Scheint, als würde es losgehen. Sie sind unsicher, haben Angst, etwas könnte schiefgehen und holen ihren Nachbarn zur Hilfe, Bauer Dietsche. Der kommt gerade noch rechtzeitig. Super, Henny, super. Und eine Blitzgeburt. Ja. Das Kalb ist eine Sie, weiblich. Die Boros werden ihr den Namen Amy geben. Und Amy hat gleich ein Problem. Aus unerfindlichen Gründen will Henny ihr Kalb nicht saugen lassen. Wird aggressiv. Ismail muss Amy in Sicherheit bringen. Die nimmt es nicht so gerne an, finde ich. Gell? Ja. Normal suchen sie die Kälber. Gell? Ja. Eine Rabenmutter. Die hat es nicht anders gelernt. Gell? Probieren wir es mal. Probieren wir es mal.
Die Milch für Amy ist auch für die Boros ein Segen. Sie haben wieder eine Kuh, die Milch gibt, können wieder Butter und Käse machen und endlich richtig Geld verdienen. Heute Morgen kam nochmal Hedice. Dann haben wir es halt nochmal versucht zu tränken, also an den Euter zu lassen. Und es ging besser. Also es ging am Anfang, hat sie immer noch geschlagen und das Kälbchen hat auch eine abbekommen ins Gesicht. Aber es hat getrunken. Es satt jetzt, liegt in der Kälberbox und schläft. Also ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich muss jetzt gleich zur Besamung. Nicht ich zum Bullen, sondern ein Füchschen, ja. Die andere Kuh, Füchschen, ist rinderig. Es geht zum Bullen. Bekommt sie ein Kalb, wächst nicht nur Ismails Herde, dann gibt auch Füchschen wieder Milch. Ja, der ist auch so schön, glaube ich. Hoffentlich. Ja. Heute, wie vor 100 Jahren, gibt es im Münstertal einen Dorfbullen, der von der Gemeinde gehalten wird. Der Akt selbst ist kurz und unromantisch. Ja, dann komm. Was ist hier drin? Es ist das Schlafzimmer. Das ist die Wiese. Sterbhälerei. Du wolltest mal was da reinhören. Das war's, jetzt ist fertig, ja. Kommt Seepost! Post, ich muss die. Seepost! Noch ein Tag, dann hat Sera Geburtstag. Sie wartet schon auf Post. Seit 3 Wochen kommunizieren die Boros mit ihren Freunden und Verwandten jenseits des Tals nur per Brief. Kein Fax, kein E-Mail, kein Telefon. Oma, ja genau, Celine. Hoffentlich ist das Wetter wieder so schön. Ich wünsche euch noch viel Spaß und weiterhin gute Laune. Die Zeit geht schnell vorbei, das Andenken bleibt. Was für ein Spruch. Ist alles in Ordnung, mein Kind? Ja. Okay. Schlechte Nachrichten aus Berlin. Ihre Freundin ist überfallen worden, mitten in der Nacht, in der S-Bahn. Meiner Freundin geht's nicht so gut. Ja. Scheiße. Also irgendwie meiner Freundin das Gefühl zu geben, dass ich da bin, wenn sie mich braucht. Irgendwie, das ist für mich super krass gewesen, ihr das Gefühl nicht geben zu können, wo sie es braucht. Du kannst es denen nicht einfach so sagen, es wird schon wieder und mach dir jetzt keine Sorgen. Weil das musst du dann wieder in den Brief schreiben, bis der Brief wieder ankommt, bis sie den bekommen, ist wieder total viel Zeit vergangen und ist irgendwie schon bescheuert. Die Heuwiese immer noch ungeerntet. Das Wetter hat sich gehalten, der Boden ist trocken geblieben und Ismail nachdenklich geworden. Jetzt, wo es wieder aufwärts geht mit den Kühen und der Milch, möchte er nichts mehr riskieren. Am liebsten würde er sofort mit der Ernte beginnen. Aber das geht ja nicht.
denn dann würde Seras Geburtstag im Erntestress untergehen. Und er hat ihr sein Versprechen gegeben. Dein Geburtstag wird gefeiert. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist unser Geschenk. Ein Lied. Rückenschmerz. Das kommt vom Liegen. Weil der Körper es nicht gewohnt ist, solche Unaktivität zu tun. Nein. Komm, ich will nicht rundherum. Zucker. Ja, ganz alleine. Komm, Aki, diese. Hahaha, den löse ich ein. Ein Gutschein für einmal, solange du willst, warm duschen. Von mir höchstpersönlich heiß gemacht. Heiß gemacht. Und eine eigene Seife. Liebe deine Großschwester Rea. Hier ist noch heute. Für meine sehr, 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 du schreibst auch, sehr, sehr liebe Schwester. Von Akai. Kannst du damit machen, was du willst. Rührei, Spiegelei, Bratkartoffeln. Ist das Apfelkuchen? Von Mama gebacken, Apfelkuchen. Apfelkuchen. Nachher nochmal gucken. Ich hab's versucht. Ich hab mein Bestes gegeben. Das ist dabei herausgekommen. Ich konnte nichts dafür. Ich glaube, der Kachelofen kannte noch keine Sachertorte. Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich möchte mein Akkordeon hier rein haben. Bitte gib mein Akkordeon nur an meinem Geburtstag hier rein. Weil dann haben wir endlich mal einen Tag mit Musik. Das ist doch schön. Nur an meinem Geburtstag. Bitte, bitte, bitte. Noch in der Nacht kommt der Regen und bleibt den ganzen nächsten Tag. Die Wiese ist klitschnass. Davor hatte er die ganze Zeit Angst. Irgendwie hat er es kommen sehen. Ein Scheißwetter, das hört nicht auf zu regnen. Das ist das Letzte, was wir im Moment gebrauchen können. Ja. Und wird sogar noch doller. Ismail hofft, dass sich der Regen bald verzieht. Wenn die Sonne in ein oder zwei Tagen wieder scheint, fängt die Ernte eben etwas später an als geplant. Wenn. Er bräuchte eine Wettervorhersage, aber die gibt es 1902 noch nicht. Dafür kommt Nachbar Klaus Glockner. Der spürt das Wetter in den Knochen. Hallo, Herr Nachbar. Hi, Nachbar. Also mit diesem Wetter, mit diesem unbeständigen Wetter, müssen wir in den nächsten Tagen noch rechnen. Ja, also ich nehme an, dass es bis Ende nächste Woche wahrscheinlich nicht viel besser wird. Können wir denn am Montag mit der Heuernte anfangen, wenn das Wetter so ist wie heute? Nein. Das wird drin abraten davon. Also das nicht. Also, da würde ich Ihnen also nicht raten zu mähen. Dann schneidet es in der Rege rein und dann
verfault ihn unmöglich das Futter hier oben. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen in trocken stellen. Der Regen hört und hört nicht auf. Es ist ein ungewöhnlich nasser September. Der Wetterdienst meldet 263% mehr Niederschläge als gewöhnlich. Mit jedem Tag Regen wird die Heuernte unwahrscheinlicher. Die Zeitreise wird zur Geduldsprobe. Und die Frauen frieren. Sie haben keine Unterhosen, nur lange Unterhemden wie die Bäuerinnen damals. Sie können nicht mehr, wollen eine Ausnahme und bekommen sie. Warme Unterwäsche, wie sie damals nur von wohlhabenden Bürgerinnen getragen wurde. Hi. Ich komme gerade aus der Badewanne. Deswegen bin ich noch voll nass. Ich wollte nur ganz schnell mal unsere neuen Unterhosen vorstellen. Also das ist jetzt von hinten. Hier mit so einem schönen Schlitz. Wo man die Knöpfe dann so aufmachen kann, um dann auf die Toilette zu gehen. Weil es ist draußen so kalt. Also damals hat man ja keine Unterhosen hatte man keine Unterhosen. Und wir wollen jetzt, also das geht nicht so. Das ist richtig eklig. Das Wetter bleibt gnadenlos schlecht. Vor 100 Jahren hätten sie in der Kirche eine Kerze angezündet und um Sonne gebetet. Das Münstertal ist tief katholisch, aber die Boros sind überzeugte Atheisten. Sie waren noch kein einziges Mal in der Dorfkirche. So kommt die Kirche zu ihnen. Hausbesuch von Pfarrer Schäfer. Ich nehme die Jacke jetzt ab. Ja, danke schön. Genau. Und werde sie auf unsere Garderobe hängen. Sie sind neu hier in der Gemeinde. So ist es. Und ich freue mich, dass wir uns mal treffen können. Jetzt habe ich heute Nachmittag gedacht, muss uns schauen, wo Sie wohnen, wo das ist und was Sie hier machen, wie es Ihnen geht. Sie sind ja von der Kirche weit weg. Ja, über den Berg. Und über den Berg drüben. Da ja. Werden nach ja, St. Trudbert werden da wir auch noch. Da ist die Kirche, ja. War das dann früher wirklich so, dass man vor diesem Herrgottswinkel hat? Ja, das ist ein Herrgottswinkel, ja. Also dann wirklich davor gebetet hat, oder war das... Das ist richtig, dass man gebetet hat, ja. Das Bedürfnis jetzt nach Schutz, nach Hilfe, war einfach größer. Mhm. Man erlebt die Natur näher, direkter. Ja, und die Existenz wenn halt der Blitz einschlägt, dann ist das Haus weg. Und dann ist, oder es ist, wenn ein Unwetter kommt, dann ist die Ernte weg. Mhm. Die Existenz ist halt stärker bedroht. Mhm. Gab es denn Atheisten hier in der Nähe? Ich weiß es nicht genau, ich nehme fast an nicht. Ich glaube, so jemand konnte sich in so einem Dorf eigentlich fast nicht halten. Der gehört einfach nicht dazu. Wenn er religiös nicht dazu gehört, gehört er auch sonst nicht dazu. Das ist ein Außenseiter. Das ist sehr schwer, da für jemand so zu leben, denke ich. Gut. Okay, tschüss. So, so flüssig. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine could never die. Jetzt am Sonntag ist auf alles Vollmond und man sagt, dass 3 Tage nach Vollmond könnte ein Wetterwechsel stattfinden. Also jetzt warten wir Mittwoch, dass ein Wetterwechsel stattfindet irgendwie. Der 21. September.
Vor 3 Wochen wollte er mit der Ernte beginnen. Seither hat es nur geregnet. Bald ist richtig Herbst, dann kann er das Heu endgültig abschreiben. Jetzt wäre seine letzte Chance, das Blatt zu wenden. Immer noch hängen Wolken am Himmel. Das Wetter muss besser werden. Nein, das Gras ist erstaunlich trocken. Und auch der Boden nur leicht feucht, also mehr nicht. Also insofern wenn wir in den nächsten Tagen, morgen, übermorgen wirklich ein bisschen Sonne bekommen, müsste es gehen. Das Wetterglas sagt nein, es hält sich nicht. Ist hier auf einer Höhe. Also eigentlich ist es immer so, wenn es schön ist, steigt es in der Tülle an, weil der Druck steigt. Also nee, doch Hochdruck, also hoher Druck auf dem Wasser. Dann steigt es in der Tülle hoch und jetzt ist es fast am tiefsten Punkt. Was tun? Die Entscheidung kann ihm niemand abnehmen. Wetter wird schön, nicht so schön. Schön, nicht so schön. Schön, nicht so schön. Schön. Nicht so schön. Es geht los. Am Vorabend hat Ismail nach den Erntehelfern geschickt. Jeder Tag ohne Regen ist jetzt ein guter Tag. Dieser Unterschied, meine Bahn und die Bahn bei einer Tagelöhne, der Unterschied ist wie Tag und Nacht, wie sauber sie mähen und wie schlecht es bei mir aussieht. Sag mal. Na gut, der Tag ist ja lang, vielleicht verbessere ich mich noch. Auf dem Hof. Ismail hat seine Frau mit der Entscheidung überrascht. Sie steht unter Druck und ist ein bisschen sauer. Seit 6 Uhr laufen die Vorbereitungen, also die normalerweise 2 Tage brauchen. Also jetzt gerade auch für das Brot und die Suppe halt, also es sind ja 2 Tagesrationen für uns praktisch, also Kartoffel schälen, Wirsing putzen und also ein Tag Vorlauf hätte uns schon gut getan. Eigentlich sollte das Essen längst oben sein, aber sie schafft es einfach nicht. Es wird eine Kohlsuppe geben heute. Ah, die Sonne ist auch da. Schön, richtig warm. War die richtige Entscheidung gestern. Spät, aber doch die richtige Entscheidung. Seit 7 Stunden arbeiten sie, um alles zusammenzubekommen. Suppe, Brote, Wurst, Schnaps.
Der Arbeitstag wird noch lange dauern, bis tief in die Nacht hinein. Jetzt geht es erst einmal hoch auf die Wiese, den Leuten das Essen bringen. Ja, komm. Ja. So, danke. Noch ein Löffel. Ja. So. Komm her. Moment. Hunger. Ja, komm her. So. Zwischen meinen Tausenden. Ja. Also das ist ein besonderer Name jetzt, die Speise? Die Suppe? Heusuppe. Nein, das ist wirklich eine Heusuppe. Während sie essen, ziehen Wolken auf. Davor haben sich die Boros seit Beginn der Ernte gefürchtet. Das heute Mittag oder spätestens morgen gibt es wieder Regen. Da oben sind wir in der Streife. Kann ich das abrissen? Wenn die Sonne so langsam rauskommt, bildet sich da die Streife und das ist deutliches Zeichen für Regen. Aber wäre schade, aber. Ja, aber voll. Das will man machen. Ich voll. So, jetzt machen wir weiter. Solange Hoffnung ist, machen sie weiter. Tatsächlich bleibt es den ersten Tag trocken. Bis zum Abend werden sie einen halben Hektar geschafft haben. Heute mäht ein einziger Bauer mit einem Traktor die gleiche Fläche in einer halben Stunde. In der nächsten Folge: Ismail braucht noch 4 trockene Tage. Das Mastschwein Barney soll zum Metzger. Ist den Boros aber ans Herz gewachsen? Liebe oder Schinken? Schließlich kommt der Winter und mit ihm klirrende Kälte. Und die bange Frage: Was ist aus den Vorräten geworden?